Nein, das, was wir heute gesehen haben, können wir nicht bei dieser Regelung bleiben. Er ist nun mal ein Vollblutstürmer, ist ein Mann, der vorne reingehen kann, der das Tor sucht, der den Abschluss sucht und sich vielleicht nicht so konzentrieren kann auf eine Aufgabe als Mittelfeldspieler, als Anspielpunkt, als Spielmacher auch. Und vielleicht hat er etwas früh den Gedanken gefasst, vorne mit reinzugehen und ist über weite Strecken des Spiels auch nicht mehr dazu gekommen, dann das Spiel in die Hand zu bekommen. Da wäre Stielicke ja eine Alternative und ein neuer Libero. Ja, man kann vieles tun, natürlich, aber es ist natürlich so, eine so feste Abwehr, wie wir zurzeit bilden, die auseinanderzureißen, da muss ich auch den Libero mit einbeziehen, das tut man nicht gerne. Naja, das ist mir klar, dass man es nicht gerne tut, manchmal muss man. Ja, aber wir waren heute dankbar, dass diese Abwehr so gestanden haben hat, sonst hätten wir sicher das Spiel auch verlieren können. Da war die Enttäuschung bei der Mannschaft, bei den Fans, die mitgefahren sind, auch bei den Journalisten natürlich, die ist deutlich spürbar. Kann man eigentlich sagen, dass mehr im Moment im deutschen Fußball nicht drin ist? Ja, es war natürlich eine Verkrampfung, war schon zu verspüren in einem ersten Spiel der Europameisterschaft. Wir haben das ja auch in den vorherigen Spielen gesehen. Davon muss man sich einfach lösen und nur die Klasse beweist, wer sich lösen kann und dann frei aufspielen kann. Das ist das Moment, was uns fehlt. Ich habe versucht auszuwählen, ich habe versucht die Besten auszuwählen. Ich glaube, dass mir das auch gelungen ist. Heute Mittag nach dem Training. Jupp Derwall, hoch zu Ross, hatte eine Nacht darüber geschlafen, wie denn nun das neue Mittelfeld auszusehen habe. Plötzlich wurden neue Namen gehandelt. Norbert Meyer, Derwall selbst nannte ihn als Alternative für das Mittelfeld, und Ralf Falkenmaier. Wäre das Risiko, einen jungen Mann wie Falkenmaier in diesem Turnier einzusetzen, zu groß? Denn er ist ja ein Mann mit spielerischen Elementen. Ja, für mich nicht. Ich meine, vor 4 Jahren war Bernd Schuster ein ähnlicher Fall, würde ich sagen. Und er ist in dem Turnier eigentlich groß rausgekommen. Und ich glaube nicht, Ralf Falkenmaier ist ähnlich geartet wie der Bernd Schuster. Ich glaube nicht, dass es ein Problem wäre. Haben Sie mit dem Bundestrainer schon mal über diesen Punkt gesprochen? Ja, wir haben uns gestern mal im Bus unterhalten und das ist eine der Varianten, die man zum Beispiel bringen könnte. Ja, mit Sicherheit ist das dem Falkenmaier zuzutrauen. Nur ich glaube, in so einem Turnier wird der Jupp Derwall erstmal auf die erfahrenen Kräfte zurückgreifen. Und dadurch, dass Schuster ausgefallen ist, das Problem des deutschen Fußballs 1984. Mit Sicherheit, das ist das Problem, wenn einer ausfällt, dann kommt sofort das ganze Spiel in Stock und dann ist kein gleichwertiger Spieler da. Der Bernd Schuster, den kann man nicht so einfach ersetzen, das hat man wieder mal gesehen. Und vorne kann man den Rummelini ersetzen und er kann in dem Mittelfeld auch den Bernd Schuster nicht ersetzen. Wir haben eben nur 11 oder 12 oder 13 gute Leute, die auch dann da spielen müssen, wo sie in den Vereinen auch spielen, um optimal in der Nationalmannschaft dann zu bestehen. Jetzt heißt es also, die Stutzen hochzukrempeln, sich den Schweiß abzuputzen und neu zu beginnen. Sonst muss man denen, die diese Fahne hingen ließen, nachsagen, dass sie hoffnungslose Idealisten seien. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer dass es in diesen Zeiten schwer ist, Idealist zu sein bzw. zu bleiben. Wir machen weiter mit Nachrichten, die Tina Radke zusammengestellt hat. Schlagzeilen vom Fußball. Hans-Peter Briegel wird, wie eben von Michael Palmer angesprochen, den ersten FC Kaiserslautern verlassen und zum italienischen Erstligisten Hellas Verona wechseln. Im Quartier der deutschen Mannschaft in Saint-Germain-en-Laye wurde sich der 28-jährige Nationalspieler mit Verona über einen 2-Jahres-Vertrag einig. Die Höhe der Ablösesumme steht noch nicht fest. Der Regisseur der dänischen Nationalmannschaft, Allan Simonsen, wird frühestens in einem halben Jahr wieder trainieren können. Simonsen zog sich beim Eröffnungsspiel der Europameisterschaft gegen Frankreich einen Schienbeinbruch zu. Der französische Fußballverband wird gegen die von der UEFA verhängte Sperre für 3 Spiele über Nationalspieler Manuel Amoros Berufung einlegen. Amoros war am Dienstagabend gegen Dänemark nach einem Foul vom Platz gestellt worden.